klar. Alles klar, Bibel klar. Ob ich fähig bin, ihn über alles zu lieben, auch wenn ich Dinge nicht verstehe und wenn ich keine Antwort hier und jetzt bekomme. Ja, aber Gott, ist das nicht ein Fehler? Kannst du dich denn nicht uns mehr offenbaren, dass du uns alles so erklärst, dass wir zufrieden sind? Braucht er nicht, hat er nicht nötig, weil seine Liebe Dinge im Raum stehen lässt, die ich nicht vereinbaren kann, die er ohne weiteres vereinbart. Kann man dann so wunderbar auch anwenden, diese ganze Situation, wo Jesus einmal sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Da die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach, liebe Kinder, wie schwer ist das, die so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Und dieses Wort Nadelöhr wird leider menschlich wieder so übersetzt. Ah, da war ein Tor in Jerusalem, das hat Nadelöhr geheißen und das war ziemlich klein und konnte normalerweise so ein Mannsloch, da konnte kein Kamel durchkommen normalerweise. Also das sei das Nadelöhr. Ich meine, wenn Jesus sagt Nadelöhr, dann hat er ein richtiges kleines Mini-Nadelöhr gemeint. Jetzt lass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen. Lass Gnade und Gerechtigkeit sich punktgenau treffen, dass das alles stimmig übereinstimmt, harmonisch, richtig sein wird. Gnade und Gerechtigkeit. Und sie, die Jünger, entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Wenn es dann so aussieht, wer kann selig werden? Wie schnell hast du und ich Vertrauen auf andere Dinge als wie auf Jesus und Jesus allein? Das ist der Reichtum nicht nur auf deinem Geldbeutel, das ist auch der Reichtum deines Selbstvertrauens. Du kannst etwas, du machst etwas. Das ist so normal menschlich und wir sind randvoll abgefüllt mit solchen Vertrauen. Und damit werden wir zu aufgeblasenen Kamelen. Und dann kommt der Geist Gottes und er möchte, dass wir uns einer göttlichen Gnade anvertrauen, von der ich 0,000 unendlich 0 verdient habe. Dass ich mich denn anvertraue und nur noch darauf baue. Dass das der einzigste Schlüssel für mich sein wird, warum Gott mich in die ewige Herrlichkeit nimmt. Und sie sind entsetzt. Sie sind entsetzt darüber. Was kann Jesus? Wie kannst du jetzt den Standard Gottes so hochschrauben? Die Latte, die Springerlatte, die wird jetzt nicht gesetzt auf 2,50 Meter, auf 3 Meter, die wird jetzt gesetzt auf Hochhaushöhe. Was soll das? Was soll das? Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was? Ich, Mensch, wie Gott vollkommen? Jesus, was machst du? Warum tust du das? Damit ihr begreift, worum es geht. Jesus aber sah sie an, hat sie dann angeblickt und sprach. Bei den Menschen ist's unmöglich. Das ist die Tatsache. Entweder alle verurteilen oder alle begnadigen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Vertraue, vertraue von Herzen darauf, dass du Gnade erhältst. Und dann die ganze Situation von Christenleben, was wir sehen in der Bibel. Da gibt es Christen, die gut anfangen und sich Christen nennen, aber sie sind nicht wirklich Christen. Sie sind Pseudo-Christen, die das Christsein spielen. Und für diese
haben wir diese bedrohlichen Verse in der Bibel. Denn wenn wir freiwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern ein schreckliches Erwarten des Gerichts und Feuereifers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters, Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt werden und unterliegen, so wird es mit ihnen zuletzt ärger als zuerst. Schrecklich! Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie nach erlangter Erkenntnis sich wieder abwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: Der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme im Kot. Auch dass es unmöglich ist, die, welche einmal erleuchtet waren und die himmlischen Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das Wort Gottes dazu die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, wenn sie dann abfallen. Schreck und Grauen. Dann kann ich nicht mehr zur Buße erneuert werden, weil ich den Sohn Gottes faktisch wieder kreuzige. Da ist eine Gefahr beschrieben in der Bibel von solchen Christen. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz kraftlos fade wird, womit soll es dann wieder gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen zu werden und von den Leuten zertreten. Alles bedrohlichsten Worte Gottes. Zu dem Salz der Erde, zu den Jüngern. Wenn ihr reich seid in euch selbst, ihr kommt nicht rein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ihr schafft es nicht. Und da kannst du dich von einem Entsetzen in das nächste Entsetzen hineinrudern. Und dann fragt man sich, ja, aber warum Gott, warum machst du das? Warum schreibst du das hier auf? Zur Warnung, zur Ermahnung, ja. Aber was ist denn mein Fokus? Mein Fokus ist dann, dass ich wegkomme von mir und meinen eigenen Vermögen und meinen eigenen Werken und dass ich begreife, umso mehr bin ich doch auf etwas angewiesen, was einzig meine Rettung ist. Gnade, Gnade und nochmals Gnade. Das ist es dann, wo ich jubiliere, dass Barmherzigkeit rühmt sich wieder mein Gericht. Ich müsste gerichtet werden und ich bekomme Barmherzigkeit und ich vertraue nur darauf. Denn was habe ich denn von mir selber? Guck, betrachte mein Leben. Habe ich diese erste Liebe? Wenn nicht, wird mein Leuchter weggestoßen, sagt die Bibel. Ja, wo ist sie, die erste Liebe? Oder bin ich vielleicht lauwarm? Die Bibel sagt mir, du, Gott wird ausspucken die lauwarmen. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. Was bin ich? Wo bin ich? Wie stehe ich da? Wie reich bin ich? Wie unkindlich, wie ungläubig bin ich in mir selbst? Dann kann ich mir einen Koffer packen und gehen. Dann kann ich es vergessen. Aber was bestätigt mich, dass diese bedrohlichen Verse und diese schrecklichen Dinge für mich persönlich keine Gültigkeit haben werden, sondern etwas ganz anderes? Bei Gott ist es möglich, dass der Matthias dem allen entflieht und ans herrliche ewige Ziel kommt. Bei Gott ist es möglich, auf ihn setze ich mein völliges Vertrauen, weil ich kenne ja mein zu kurz kommen. Ich weiß doch mein Manko. Und ich vertraue darauf, dass Gott seinen Bund mit mir geschworen hat bei seiner Heiligkeit,
mit dem Matthias. Und jetzt bitte ich dich, setzt du deinen Namen ein. Persönlich, sag dir selber, mit mir hat Gott geschworen, ich will meinen Bund nicht ungültig machen und nicht ändern die Gnade, die ich mir vorgenommen habe für, jetzt setz deinen Namen ein, Gott ist mir gnädig. Und das ist, was mich über Wasser hält, sodass ich nicht in Verzweiflung und Entsetzen ertrinke. Ich werde ihm meine Gnade nicht entziehen. Bei meiner Heiligkeit schwöre ich, jetzt setz deinen Namen ein, ich werde, jetzt dein Name, nicht verlassen, nicht untreu sein, nicht aufgeben, meine Liebe für und für erhalte ich dir. Dir erhalte ich sie. Glaubst du mir das? Vertraust du auf meine Liebe? Dann wird in deinem Herzen, in deinem Geist ein Jubel, ein Triumph ausbrechen der Freude, dass es die Wahrheit ist, dass ich nicht das gerechte Urteil empfange, sondern die Begnadigung für mich. Jeden Tag, auch wie viele Jahrzehnte nach meiner Bekehrung, jeden Tag weiter nötig ist und weiter hilft. Denn ich weiß nur zu gut, es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das stimmt so auf mein Leben. Und jetzt werde ich ohne Verdienst gerecht. Ohne meinen Verdienst aus seiner Gnade. Und ich rechne all die Jahrzehnte, die ich Jesus gefolgt bin, nicht als meinen Verdienst. Es ist nicht mein Verdienst. Es war nicht ich, es war er in mir, der das wirklich Gute gewirkt hat.